begleitet mich heute zum Mittag-Abendessen mit Snow White. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus Walt Disney World. Ich befinde mich gerade in der Wilderness Lodge und habe hier eine Reservierung für, jetzt muss ich ablesen, Storybook Dining at Artist Point with Snow White. Ja, ein Character Dining. Schneewittchen, ich glaube ein, zwei Zwerge, die böse Königin sind da. Das Essen soll gut sein, also ich bin alleine heute, denn Brina und Sinan sind bei den Horror Nights. Ich gönne mir jetzt hier was zu essen, freue mich auf die Charaktere und nehme euch natürlich mit. So, mein Dinner for One. Ich sitze jetzt hier an meinem Tisch. Habe jetzt auch schon wieder so eine Karte bekommen mit den Unterschriften der Charaktere. Hi! Ja, da kam gerade die Kellnerin. Also ich habe jetzt schon meine Karte bekommen mit den Getränken. Ich denke, ich werde was Antialkoholisches nehmen von den Specialty Drinks. Und ich habe jetzt hier schon meine, wie gesagt, meine Karte bekommen mit den Unterschriften. 4 Charaktere. Und ja, ich suche jetzt mal, ich soll mir jetzt nur das Getränk aussuchen und meinen Hauptgang und der Rest wurde von Snow White ausgesucht. No. Thank you. Meine Vorspeise ist angekommen und ja, ich habe, das ist eine Pilzsuppe, die soll sehr, sehr lecker sein. Ich mag aber auch sehr gerne Pilzsuppe. Chicken mit Blätterteig. Das fokussiert es denn jetzt nicht. Jetzt seht ihr, glaube ich, was. Und ein Shrimp. Das sind meine Appetizers, also meine Vorspeisen. Ja, das soll jetzt schmecken. Guten Appetit. Also daraus konnte ich mir nichts raussuchen. Das muss ich jetzt auswählen. Also nicht auswählen, muss ich jetzt essen, aber ich find's gut. How are you today? All good. I love your restaurant. It's so beautiful. So, let's have a picture. Yeah? Ja, hier geht's Schlag auf Schlag. Mein Hauptgang ist auch schon da. Die Vorspeise war wirklich sehr lecker. Also die Pilzsuppe war extrem geil. Der Shrimp hätte ich gedacht, dass er warm ist, aber der, er war kalt. Das ist übrigens Dopey. Ja, und jetzt habe ich das Prime Rib mit Mashed Potatoes und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, guten Appetit. Kurzes Zwischenfazit, solange ich auf
one today just like me. Yeah, I love your bow as well. Thank you very much. We'll have to find the little red ruby for the middle of your bow. Yes, I try to find it later. Yeah. That's, yeah, that would be wonderful. I have already hearts on my ears. Have you seen them? Oh, you do have hearts on your ears. Oh, they're wonderful. You're a little mouse today. Thank you. Would you like a portrait? Yes, please. Ja, da war sie schon da, die Snow White. Ja, eigentlich wollte ich euch das Zwischenfazit geben. Sehr lecker, aber in dem Kartoffelpüree ist Meerrettich drin. Ich bin kein Meerrettich-Fan, aber das wusste ich jetzt nicht. Aber sonst, ich esse trotzdem auf. Aber würde ich jetzt primär nicht auswählen. Meerrettich Kartoffelpüree. Hi Grumpy, how are you today? Not good, but I have your favorite dessert. Snow White makes it for you, I heard. So it's your favorite, right? So you can't be grumpy again. So many people, crazy people. The evil queen has just arrived, yeah? So let's have a picture. So, drei Charaktere haben wir getroffen und die Evil Queen ist auch schon da, habt ihr schon gesehen. Ja, jetzt gibt es Dessert und zwar Grumpys Lieblingsdessert, was mit Apfel, Crumble. Dann gibt es Dopeys Dessert, irgendwas mit Panna Cotta und The Poison Apple. Das probiere ich jetzt mal. Sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. So, das Dessert ist fertig und es war super süß, also sehr süß. Mein Favorite war Dopey, das in der Mitte, der Linane, war sehr lecker. Am wenigsten hat mir Grumpy geschmeckt, weil da Apfelstückchen drin sind. Ich mag halt keine Apfelstückchen in meinem Dessert. Ja, ist halt ein persönlicher Favorit. Aber ja, war alles sehr, sehr lecker. Wie gesagt, beim Kartoffelbrei, dass da Meerrettich drin ist, ist halt so gewesen. Ich habe es trotzdem fast aufgegessen und ich bin wirklich pappsatt. So erstmal kurz zum Fazit. Das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt gehe ich jetzt noch die Evil Queen treffen. Achso, und was das Ganze gekostet hat, der Spaß. Also das Drei-Gänge-Menü kostet pro Person $60. Und mein Getränk war $4, das ist vollkommen in Ordnung. Wasser ist kostenlos gewesen. Und dazu kommt aber noch Trinkgeld dazu, um die 18-20% von dem Preis. Muss man auch noch drauf rechnen. Also es ist kein günstiger Spaß, aber es ist halt wie beim Auberge de Saint-Drillon bei uns in Paris. Da zahlst du genauso viel.
trifft die Charaktere. Das Essen war sehr, sehr gut. Also muss man sich aber gerne zwischendurch. That last and final gift for you, the huntsman's gift to the queen. Thank you so much. Of course. So just like in the story, the huntsman's tasked by grabbing Miss Snow's heart. Finds she's too kind and can't go through with it. She provides you with a chocolate heart instead. Thank you so much. You're welcome. Top copies for me, my dear. The rest. I am well. All my fans from far and wide are coming to tell me how much they admire me, how beautiful I am. And what about Snow White? Well, she should be cleaning the floor. I gave her the chores to scrub and clean, and now she is flitting about, fraternizing with the guests that are here to meet me. How dare she, Ken? How dare she, indeed. Yeah. How dare. So let's have a picture. Ja, das war mein Dinner, in Anführungszeichen, hier in der Wilderness Lodge im Artist Point mit Snow White, Dopey, Grumpy und der Evil Queen. Man muss sagen, es ist kein günstiger Spaß, aber ich habe es ja schon erwähnt, in Disneyland Paris für Auberge de Cendrillon zahlt man fast genauso viel und man hat die tolle Charakterinteraktion. Man trifft Charaktere, die man sonst nicht treffen kann, wie Dopey und Grumpy, die habe ich, glaube ich, auch noch nie getroffen. Und fand ich sehr, sehr schön. Das Essen war sehr lecker. Das Hotel ist wirklich super schön gelegen hier. Es ist sehr ruhig. Hier kann man sich schon niederlassen für den Urlaub, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe jetzt mit Tipp $80 bezahlt für mich alleine. Ja, Walt Disney World Preise, man muss halt tief in die Tasche greifen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!